Und damit willkommen zurück bei Fallout 4. Letztes Mal waren wir bei General... Ja, letztes Mal waren wir bei General Atomics unterwegs und... Ja, oh mein Gott. Wir waren bei General Atomics unterwegs und haben ein Teil gefunden, was wir jetzt der Ada einbauen sollen. Dafür brauchen wir eine Roboterwerkstatt. Das werden wir... Das ist schön. Werden wir gleich bauen. Folgendes. Ich habe ein paar Mods installiert. Und zwar müsste jetzt unser Inventar weitaus übersichtlicher sein. Wir können jetzt hier alle Namen lesen. Das ist ein bisschen gequetscht jetzt. Aber man kann trotzdem alles schön lesen. Dann ist das alles ein bisschen übersichtlicher gemacht worden. Hier haben wir die Granaten. Einmal in so einem Unterpunkt. Genauso wie... Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Genauso wie bei, warte mal, Hilfsmittel, genau, hier haben wir Getränke, dann haben wir Arznei und Chems und hier die Nahrung. Alles in allem wirklich viel, viel besser. Hier auch haben wir jetzt Holobänder sortiert und die Notizen. Das ist ganz cool gemacht. Und Magazine, oh, wir haben noch eins. Können wir das auch in unser Ausstellungsding legen? Ach so, Moment. Jetzt erstmal noch weiter zu den Mods. Des Weiteren. Preston... General? Genau. Preston Garvey hält die Klappe. Er gibt uns keine Aufträge mehr so nebenbei, so im Vorbeilaufen. Und des Weiteren. Es werden jetzt keine Siedlungen mehr angegriffen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo beschäftigt sind mit einer Quest und es kommt ein Angriff auf eine Siedlung, vielmehr, das passiert dann nicht mehr. Das ist ganz praktisch. Und da danke nochmal an Kenny und Corillion, die mir da die Tipps gegeben haben für die Mods. Und wenn ihr auch noch Tipps habt, was Mods angeht, immer her damit. Ich gucke mir das dann an und wenn ich das gebrauchen kann, dann installiere ich das. Was wollte ich jetzt hier? Ich wollte gucken. Hier. So, Transfer. Ach krass. Okay. Hier haben wir wahrscheinlich die... Ah ja, hier haben wir die Favoriten, da haben wir Waffen, Granaten, Rüstung, Nahrung. Ach, das ist cool gemacht. Okay, das kann ich nicht einlagern, schade. Das ist ja echt witzig. Habe ich noch gar nicht gesehen. Gut, okay. Dann folgendes. Ich habe mir sagen lassen, wir müssen Ada zwangsweise mitnehmen bei dem... Ja? Ja, bei dem Automatron DLC. Das heißt, wir könnten ein leichtes Gewichtsproblem bekommen. Ich denke, wir werden ein ziemliches Gewichtsproblem bekommen. Aber gut, ja, was willst du machen, ne? Man kann es ja nicht ändern. So, warte mal, hier haben wir Munition, da haben wir die Mods. Okay, 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 da ist Schrott. Das ist, muss man sich erst reinfinden. So, jetzt wollen wir... Was haben wir da? Die Artillerie, da haben wir Strukturen, Möbel, Dekorationen. Wir müssen gucken bei... Okay, bei Spezial müssen wir gucken. So, wo bauen wir denn das schicke Ding hin? Ganz schön groß. Gar kein Platz für, ey. Hier so direkt mitten auf die Gasse. Weißt du, was wir auch noch bauen müssen? Fällt mir gerade mal so ganz siedenheiß ein. So, wir bauen das einfach hier hin. Warte mal. Ne, nicht Energie. Ressourcen. Müsste dann bei Essen vielleicht sein. Natürlich nicht. Wir brauchen. Genau, einen Kochherd. Lokale Anführer Rang 2 nach Scheiße. Ach Mann! Dann, warte mal, dann mal was anderes. Wir holen uns einfach eine von einer anderen Siedlung hierher. Das ist eine gute Idee. Kann ich hier den Busch wegmachen? Nee.
Dann folgendes. Ressourcen, Essen. Wir brauchen ja... Ach, warte mal. Scheiße. Funktioniert gar nicht. Aber wir hatten doch Tato-Pflanzen, ne? Aber wir brauchen davon Saat. Na toll. Warte mal. Das ist bei Nahrung, ne? Ach, Teerbeere. Wilde Tato-Blüte. Scheiße. Wenn ich die esse, passiert nichts. Kriege ich auch keine Saat irgendwie da raus, oder? Scheiße. Ja gut, okay, dann warte mal, gucken wir uns erstmal hier die Robo-Werkstatt an. Moment, dann machen wir erstmal folgendes. Das holen wir uns gerade erstmal alles wieder. Laser, ich glaube, das gehört auch dazu, ne? Oder? Ich glaube ja. Der Aggressotron, genau hier. Die ganzen Torsen. Das packen wir dann alles hier rein. Okay, gut, das wird alles so genutzt. Okay, alles klar. Dann hätte ich mir das natürlich sparen können. Okay. So, herstellen. Bot wählen. Wir verbessern mal die Ada. So. Der Kopf. Was hat sie denn jetzt da drauf? Fabrikrüstung? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt hat sie einen Aggressotron-Kopf anscheinend. Und die Kopffabrikrüstung. Wir brauchen Kleber, verdammt. Moment. Sind Sie bereit, den Radarpalien? Ja, ja. Entspann dich mal, Ada. Wir reisen kurz nach... Warte mal... Ten Pines Bluff, ich glaube, da war was. Da holen wir uns die Kochstation. Das müsste ja eigentlich möglich sein. So, Enter auswählen. Dann, Scheiße. Huch. Habe ich es jetzt eingepackt? Nee, habe ich nicht. Warum kann ich das alles in der Werkstatt einladen? Einlagern nur das nicht. Oh Mann, aber hier sind Tato-Pflanzen. Scheint wirklich was zu werden. Sehr schön. Gut, haben wir zwar immer dann noch keine Kochstation, aber... So, dann müssten wir hier ja eigentlich Kleber herstellen können, ne? Ach, das ist ärgerlich. Wundervoll. Jetzt haben wir keine Mutterbeeren mehr. Aber wir haben schon mal wieder 10 Kleber dazu gewonnen. Das ist echt... Das ist super. Gut, zurück nach Sanctuary. Da müssen wir zwar jetzt ein bisschen hin und her reisen, aber mein Gott. Das macht ja nichts, ne? Wir haben ja Zeit.
Wir haben ja alle Zeit der Welt. Es läuft uns ja nichts davon. Nur wir haben echt, also ich, ich weiß wirklich nicht, ob wir uns nicht echt verskillt haben. Hey, Carla. Wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Zumindest, hier ist mein Angebot. Was das mit dem einsamen Wanderer angeht, das ist echt blöd. Weil wenn wir jetzt die Ada mitnehmen müssen, ja gut, müssen wir sie halt danach wieder entlassen, ne? Das ist ganz einfache Kiste dann. So, das Ding kann weg. Das Ding behalten wir. Das war unseres. Ödländerrechtes Bein. Achso, hä, warum haben wir das denn als Favorit? Strange. Rechtmäßige Herrschaft. Ach, haben wir das Ding verbessert und nicht? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Gut, gucken wir uns gleich mal an. Laserpistole, die kann weg. Warum ist die 100... Ja, das behalten wir. Hier haben wir die Granaten, Rüstungen. Ach ja... Wir haben aber immer noch keine, keine Tato-Samen. Verbranntes Wirtschaftsmagazin braucht auch keiner. Na ja, gut, komm. Scheint wirklich was zu werden. Aber wenn die auch so viel faselt, manche wenn... Manche Tage sind hart. Aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Aber wenn die so viel faselt, auch wenn wir sie dabei haben, ne, dann bin ich ja eigentlich auch sogar ganz froh, dass wir keine Begleiter mitnehmen müssen. Ganz ehrlich. Man kann alles reparieren. Waffen, Computer, Menschen... Man braucht nur die richtigen Werkzeuge. Ja, ich verstehe schon. So, jetzt dann nochmal zurück nach Ten Pines Bluff. Dann machen wir da nochmal den Kleber. Och, Mann. Warum kann ich diese Station nicht mitnehmen? Ich glaube, da muss ich erst irgendwie so einen Handelsrouten-Dingens nutzen oder so. Keine Ahnung. Eigentlich wäre das doch voll gut. Naja. Naja gut, es bringt uns ja auch nicht um, wenn wir hier hinreisen müssen. Gibt Schlimmeres. So. Jetzt wieder zurück. Ja, echt blöd. Jetzt mit dem Begleiter, das fuchst mich jetzt die ganze Zeit. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Hey, Klappe! So, okay, dann wollen wir jetzt mal gucken. Ada. Was baust du da? So, da haben wir ihren Kopf. Benötigt Rang 2 Wissenschaft, das ist natürlich schön. Robotikexperte brauchen wir auch noch. Oh Mann. Können natürlich auch einfach einen Kopf abnehmen. Kopflaser. Man kann hier schon, glaube ich, coole Sachen machen, ne? Hier können wir ihr die gehärtete Kopffabrikrüstung drauf pflanzen. Das machen wir auch mal.
So, sie hat den Robohirn, Protektor, Tose, Aggressor drin. Front Aufbewahrungsfabrik steigert Tragekapazität. 330 Tragekapazität hat die. Das ist an sich gar nicht so. Also, das ist schon eine Menge, ne? Also, wenn man bedenkt, wenn wir die jetzt dabei haben, dann kann die auch ordentlich was tragen. Torso ohne Extras, Dietrich-Modul. Fügt Schlossknacken-Subroutine hinzu, fügt Hacker-Subroutine. Kann die etwa? Kann die ernsthaft das Hacken übernehmen? Kann die das? Oh, Ada, ich liebe dich. Oh, ich liebe sie. Wirklich. Ernsthaft. Das funktioniert? Das wäre ein Traum. Ich baue das gerade mal ein. So, hier am Arm. Was haben wir da? Aggressotron, linker Arm. Oh, what? Überlegene Tragekapazität, verringerter Nahkampfschaden. Da brauchen wir dann wieder hier Wissenschaft. Vom Schaden her nehmen die sich aber nicht viel. Das hier fügt halt nochmal die 70 Tragekapazität hinzu. Minus 4 Schadensresistenz. Dann nochmal minus 2 von dem Energieschaden. Ich baue das einfach ein. Jetzt kann man da... Oh Gott, das ist ein bisschen... Warte mal, linker Arm. So, hier haben wir den linken Arm komplett. Dann haben wir hier Armrüstung. Da könnten wir diese Fabrikrüstung einbauen. Dann haben wir die Klauenhand. Die erhöht den Nahkampfschaden. Da könnten wir dann eine Laserhand einfügen. Zangengreifer. Krass. Dann hier so ein Schlagknüppel. Klauenhand, Nahkampfschaden. Aber auch gar keine Hand. Aber das ist schlechter als der jetzige Schaden. Das steht ja da genau daneben, man sieht es. Außer der Flammenwerfer. Wir könnten einen Flammenwerfer einbauen. Oder halt eben diese Laserhand. Das ist schon witzig. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, wir bauen da so einen Laser ein. Der macht dann... Warte mal, ist das dann... Auch Nahkampf oder Fernkampf? Habt ihr eine Axt? Wie cool! Warte mal. Ich glaube, das ist der Schaden, den hier diese Gatling Gun macht oder so, ne? Kann das sein? Ich baue das Ding jetzt einfach mal ein, ganz einfache Sache. So, da kann man dann auch noch so eine Handrüstung... Ach, das ist schon cool, ne? Wir müssen nur gucken, dass wir noch genug Kleber dann übrig haben. Dann machen wir hier auch noch so eine... Und Keramik geht uns bald aus. Das ist schon witzig. Farbe können wir auch ändern. Das ist ja lustig. Ah, wie cool! Cool! Super cool! Okay, ich glaube, das gefällt mir doch ganz gut. rechter Arm. Wachbot rechter Arm. Außergewöhnlicher, verbesserter Nahkampfschaden. Das Ding lassen wir dran. Rechter Arm Fabrikrüstung.
Rechte Hand. Laser. Verbesserte Feuerrate. Okay, ich glaube, da lassen wir einfach diesen Laser dann dran. Da kann man dann aber keine Rüstung machen. Beine. Ah, Mr. Handy, Schubdüse. Witzig. Hier brauchen wir jetzt natürlich wieder Keramik. Linke Beinrüstung, rechte Beinrüstung. Ich bin gerade wirklich am überlegen, ob wir auf den einsamen Wanderer scheißen und die einfach mitnehmen. Weißt du? Es ist immer sind Sie bereit, den Radarpeilsender einzubauen? Weil ich glaube... Hoffen wir, dass uns dieser Peilsender reicht, um den Mechanismus... Das ist ganz cool. Dann haben wir zwar reduzierte Tragekapazität... aber sie hat ja einfach unglaublich viel, also da können wir schon ordentlich was reinpacken an schweren Sachen. Und wir könnten dann eventuell, wenn es denn sein muss, könnten wir den starken Rücken ja noch machen. Dann würden uns zwar diese zwei Punkte hier nichts bringen, die haben wir dann in dem Sinne vergeudet. Das ist dann einfach so. Das ist schade. Es ist wirklich schade. Denn die zwei Punkte hätten wir dann natürlich auch hierfür nutzen können. Für den starken Rücken. Ich guck mal, vielleicht kann man ja irgendwie... Nee, das zurücksetzen, ich weiß nicht. Ich glaube, dann müssten wir alles bestimmt neu machen. Ich guck mal. Ich guck mal, ob das irgendwie geht, denn... Ich glaube, das ist ganz witzig, wenn wir die dabei haben. Und außerdem könnten wir dann irgendwann auch noch die Begleiter wechseln. Und die haben ja dann auch noch irgendwie einzigartige Quests und so weiter und pipapo. Ich denke, das ist ganz gut, wenn wir die doch mitnehmen. Zeit für den Eingriff. Zeit für den Eingriff. Achten Sie darauf, dass Sie nichts Wichtiges ausstecken, wenn Sie meine Schaltkreise durchwühlen. Sobald ich in der Roboterwerkbank bin, bauen Sie einfach den Radarpeilsender ein. Ich erledige den Rest. Okay, dann rein mit dir. Mit Ihnen zu reisen ist ausgesprochen ebend. Doch, weil sie ist halt einfach, sie ist cool. Warte mal, ich penne mal gerade, es war Tageslicht, ja. Ja, gut. Ich, Meine Datenbanken füllen sich mit zahllosen Informationen über... Ich stelle hier keine Fragen. Warum da ein Brahmin auf der Matratze sitzt, schwebt... Diagnose abgeschlossen. Ich freue mich, melden zu dürfen, dass ich in nächster Zeit nicht auseinanderfallen werde. So. Ada. Spezialmods. Radarpeilsender. So. Radarpeilsender. Yo. Yo, verlassen. Rede mit Ada. Ada? Analysiere Mechanist-Hardware. Der Radarpeilsender empfängt ein starkes verschlüsseltes Signal, aber ich kann die Quelle nicht bestimmen. Meinst du, der Mechanist weiß, dass wir den Peilsender manipulieren? Ich habe bereits dafür gesorgt, dass meine Position nicht preisgegeben wird und mögliche unbeabsichtigte Befehle des Signals ignoriert werden. Leider wird uns einer davon nur wenig helfen, die Quelle des Signals zu orten. Verdammt, dann stecken wir in einer Sackgasse. Okay, das bringt uns nichts. Dann war alles für die Katz. Okay, das bringt uns nichts. Dann war alles für die Katz? Ganz im Gegenteil. Mit etwas mehr Unterstützung sollte ich das Signal entschlüsseln und den Mechanist orten können. Zum Glück orte ich ein weiteres Robohirn im Commonwealth, das dasselbe Signal empfängt. Also war das, was ich zerstört habe, nicht das einzige Robohirn des Mechanists? Noch ein Robohirn? Wen interessiert das? Mal was Zweite. Also war das, das ich zerstört habe, nicht das einzige Robohirn des Mechanist? Ja, und das können wir zu unserem Vorteil nutzen.
Die Verschlüsselung des Quellsignals ist komplex, aber nicht unmöglich zu entschlüsseln. Wenn Sie mir 2 weitere Peilsender bringen, sollte ich aus Ihnen die Schlüssel und Algorithmen für meine Entschlüsselungsroutine erhalten können. Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Dann ist jetzt wohl Robohirnsaison. Zumindest, bis unsere Mission abgeschlossen ist. Ich lade die Position des Robohirns jetzt auf Ihren Pip-Boy. Seien Sie vorsichtig. Diese Roboter reisen gerne in Gruppen, also rechnen Sie mit schwerem Widerstand. So, abgeschlossen. Und du kommst mit. Ada. Eine Freude, Sie wiederzusehen, Sir. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Wir versuchen's mal. Komm, wir brechen auf. Ausgezeichnet. Ich werde stets mein Bestes tun. Jetzt muss ich... Aber warum? Warum zählt jetzt der Dogmeat? Also zählt sie eigentlich gar nicht richtig als Begleiter, sondern nur als so Dogmeat-Begleiter, weißt du? Okay, gut. Ist dann natürlich auch gut. Dann können wir sie einfach mitnehmen, dann müssen wir nur den Dogmeat zurücklassen. Ja, bestätigen. Aber jetzt zählt sie hier als Begleiter. Was dann natürlich blöd ist. Warte mal, ich gebe ihr gerade mal ein paar Sachen. Hey. Ja, sehen wir uns mal an, was sie so haben. Oder ich quatsche nochmal mit dem Dogmeat, warte mal. Jetzt geht er natürlich da so weit weg. Warte doch. Wenn ich jetzt ihn nehme und anquatsche. Sir, ich habe hier einige Komponenten für Sie. Ja, warte mal ab. Ich muss hinter Dogmeat herschleichen. Das verstehe ich nicht. Also wenn sie Dogmeats Platz verdrängt, müsste sie ja eigentlich auch nicht als Begleiter zählen. Weil bei New Vegas und so war es ja immer so, man konnte... Oh, jetzt bleibt doch mal stehen. Man konnte Dogmeat und einen Begleiter mitnehmen. Weil er halt eben nicht als Begleiter zählt. Und das müsste ja heißen... Wo will der denn hin, um Himmels Willen? Hier steht noch eine Hundehütte. Okay, dann machen wir die mal weg am besten. Oh, und hier sind Gräber. Oh, mies. So, mein Freund. Jetzt hör mir mal zu. Junge! Ach, Junge! Los, Junge. Wir müssen gehen. So, okay, das funktioniert wirklich nicht. Das ist scheiße. Warum? Jetzt bin ich wieder alleine, jetzt komm. Ada. Möchten Sie, dass ich Sie begleite? Ja, komm mit. Komm, wir brechen auf. Verstanden. Bitte gehen Sie voran. Hey. Ja. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Das ist komisch. So, sie kriegt den Kreolator, sie kriegt hier... ...44er Sturmgewehr kriegt sie. Dann, das behalten wir. Das Dönermesser kann sie eigentlich auch haben. Hier... Splittermine behalten wir, das behalten wir alles. So, warte mal, die Stealth Boys, da brauchen wir auch keine 7 von, ne? Dann kriegt sie mal 2. So, das. Die Cherry und die Quantum kriegt sie. Dann, gut, dann geht das vom Gewicht her. So, ich mach das Ding jetzt erstmal weg. Das Teil nehmen wir mit.
ja. Mit der arme Junge auch was zu essen kriegt. Nee, aber ich war mir sicher, also in New Vegas war das doch so, man konnte zwei mitnehmen. Also man konnte Dogmeat und einen Begleiter mitnehmen. Ja, ey, da mach mal ein bisschen hinne, wenn ich die schon mitnehmen muss. Ist ja schlimm. So, Quicksave. Du bist an diesen Ort hier geboren. Jetzt gucke ich mal gerade, kann ich hier noch was ernten? Wieder? Nö, kann ich nicht. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. So, dann schauen wir mal kurz hier bei den Waffen. Sie wissen wirklich, was man alles mit einer Werkbank anstellen kann. Oh ja, das sag ich dir. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube ja eigentlich nicht, ne? Dann vielleicht bei der Rüstung nochmal gucken. Achso, apropos Rüstung. Warum habe ich das Ding als Favorit? Verstehe ich nicht so ganz. Ach so, nee, das ist nicht als Favorit, das ist hier legendär. So, mit tiefen Taschen, poliert, Metallrüstung, Helm poliert. Metallrüstung. Ah, oh Gott. So, hier können wir dann auch die tiefe Taschen eigentlich draufhauen. Da haben wir auch nochmal plus 10 Tragekapazität. Plus 5 Aktionspunkte. Okay, gestützt, minus 25 Fallschaden. Das machen wir ein anderes Mal. Wir haben jetzt so viel hier rumgebaut und geschraubt, wir gehen jetzt erstmal los. Warte mal, Kopfjagd, hol den zweiten Radarpeilsender. Hestas Haushaltsroboter, okay. Da müssen wir dann schon mal hinreisen. Ich würde sagen, wir machen das von hier aus oder vom Einkaufszentrum? Komm, wir gehen vom Einkaufszentrum aus. Gut, und vielleicht gibt es ja, ich weiß es ja nicht, vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Item auch, was eben die Skills zurücksetzt. Dann könnte man das mit dem einsamen Wanderer wieder rückgängig machen. Am coolsten wäre es natürlich gewesen, wenn Ada eben wie Dogmeat zählt. Dann hätten wir sie einfach statt Dogmeat mitnehmen können. Vom Slot her scheint sie das auch. Das ist merkwürdig. Muss ich mal nachgucken. Ah, ah, ah. Erster und letzter. Oh Gott! Alter! Hilfe! Tu was! Oh oh. Oi. Das ist natürlich keine gute Chance, den zu treffen. Genau. So. Na komm. Ach, das dauert ein bisschen. Da oben sitzt noch einer. Na warte, Freundchen. So.
Ada macht das schon. So, jetzt looten wir hier erstmal. Metallrüstung, Harnischung, Gasmaske. Metallrüstung, linker Arm, linkes Bein, rechter Arm. Ich guck mir das nur gerade mal an mit dem neuen Inventar, weißt du? Kampfgewehr kurz. Okay. Nuka-Cola. Hier hatten wir noch einen. Kronkorken. Patrone, Impo, Lederrüstung, Sturm, also eine leichte Kleidung. Oh. Hier oben noch was. Warte mal. Bourbon. Metallrüstung, linker Arm, Leichtbau abgedunkelt. Metallrüstung, Helm emailliert. Achso, das ist das Ding, was wir haben auch, ne? Okay. So. Wir müssen... Warte mal, ich muss gerade mal auf die Karte gucken. Einfach der Hauptstraße nach unten folgen. Und zur Hauptstraße geht es wo entlang? Nee, hier ist falsche Richtung. Den haben wir übersehen. Schutzbrille. Warte mal, die nehme ich gerade mal mit. Vielleicht sieht die ja nicht ganz so dämlich aus wie unsere... unsere Schweißerbrille. Warte mal. Nein! Macht wahrscheinlich total den Unterschied. Ja, gut, komm, die sieht ein bisschen cooler aus. Wir lassen die an. So, das, dann das. Hallo? Irgendwie sind die Stimpaks verschwunden. Favorit? Null. Okay. Da sind sie wieder. Und wir müssen... noch ein Stück nach da. Ist das die richtige Straße? Jawohl. Das ist sie. Könnten wir gerade mal speichern. Da hinten sind Supermutanten, glaube ich. Den gehen wir mal aus dem Weg. Was liegt der denn einfach hier so rum? Und wo bin ich überhaupt? Da will ich doch gar nicht lang. Ich will doch einfach nur der blöden Hauptstraße folgen. Hier lang oder was? Oh Mann. Nein! Das hat er nicht mitbekommen? Okay. Auch gut. Das Geräusch da! Bringen wir es zu Ende!
So. Oh, Alter! Ich sollte mich heilen. Ey, dann mach du das mal. Puh. Was ist das? Ich was hören. Wahrscheinlich er. Der Selbstmörder. Bam! Zeit zum Sterben. Wissen Sie, wohin Sie sind? Hey! Lässt du Ada wohl in Ruhe? So. Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte jo. Wissen. Eröffne das Feuer. Ziel ausgeschaltet. Gut gemacht. Und ich glaube, die ist einfach auch eine größere Hilfe jetzt im Moment als Dogmeat. Das muss man ja leider dann wohl dazu sagen, obwohl ich Dogmeat ja sehr gerne mag. Dogmeat hat im Übrigen auch noch unseren Raketenwerfer, fällt mir gerade ein. Kampfscharfschützengewehr. Was? Was? Ist das was anderes? Wahrscheinlich nicht, ist glaube ich einfach nur... Okay. Aber da können wir... Das Zielfernrohr abnehmen. Medex Buffout. Gut, da hatten wir alles. Weiter hoch geht's nicht. Hallo? Da komme ich runter. Schrotpatrone. So. Es ist gefährlich, im offenen Gelände herumzustehen. Gehen wir weiter. Da hast du wohl recht. Die fehlen noch. Müssen hier entlang, ne? Kann das sein? Ja, das ist die Straße. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Uh-oh. Nein! Ada, komm! Das ist doch scheiße. Wir verstecken uns. Und machen hier einfach in der nächsten Folge weiter. dann bis zum... Was hat sie denn vor? Ada? Was wird das? Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.